Willkommen zurück zu Let's Play Skyblock mit Quecksilber am Mikrofon hier bei Let's Play FK. Wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und immer noch begeistert mit dabei seid. Hier, oh, da reckt sich uns doch gleich so ein kleines Melonenpflänzchen entgegen. Das ist aber süß. Ja, bin wieder drauf und dran, hier so ein bisschen zu daddeln. Und ich hatte ja in den letzten Folgen ein bisschen die Probleme mit dieser netten kleinen Plattform hier hinten, die ja die Eigenart hat, sobald ich am gegenüberliegenden Ende der Insel bin, dass dort Monster spawnen nachts. Was seine Vorteile hat, was aber auch seine Nachteile hat. Aber in Zusammenhang mit dem Ganzen, ja, das ist halt nicht schlecht. Da habe ich dann quasi schon eine Monster spawn-Plattform, war eigentlich. Eigentlich wollte ich die anders bauen. Ich bin mir da noch unschlüssig, ob ich das jetzt als Monster-Spawn-Plattform gelten lasse oder. Ich habe auch eigentlich gar nicht gezählt, wie viele Blöcke die weg ist, ja. Weil so richtig. Weiß ich nicht, das ist eigentlich eher durch Zufall entstanden. Dass ich dann mitbekommen habe, ah, wenn ich so weit weggehe, spawnen hier Monster. Weil eigentlich. Wie schlau von mir. Weil eigentlich wollte ich die dahin bauen, so in der Richtung. Ach, die können wir auch gleich mal mitnehmen. Ne, war. Ja, da bin ich, wie gesagt, noch nicht ganz schlüssig, wie ich das machen will. Aber was ziemlich klar ist, und das können wir jetzt mal ganz kurz nochmal durchgehen, sind ja die Regeln des Spiels, ja. Und die gehe ich ja eigentlich in jedem Video, außer in manchen Videos, wo ich es halt echt verpeilt habe, jeweils einmal durch und lass die mal kurz durchlaufen und rekapituliere, was ich schon habe. Ihr seht wunderschön in grün, was ich schon seit langem habe, darunter natürlich als erstes der Cobblestone-Generator, mittlerweile in der zweiten Generation. Das Haus, die erweiterte Insel, verschiedene Farmen habe ich alle schon durchgemacht. Bett und Steinziegel habe ich. Ofen sowieso. Den See habe ich jetzt neu. Die Plattform will ich noch nicht abhaken. Die will ich ganz klar noch nicht abhaken, weil eigentlich wollte ich die anders machen. Die hatte ich eigentlich vor, anders zu machen, ja. Kaktus kann ich noch nicht. Bei den Pilzen, da sollte ich mich langsam mal drum kümmern. Jack-O-Lanterns habe ich. Und was ich auch halt mittlerweile habe, ist Fisch. Und was ich auch mittlerweile mich langsam in die Richtung bewegen kann, sind diese Aufgaben mit der Wolle. Zumal auf dieser süßen Plattform eben auch Spinnen spawnen. Und aus deren Fäden kann ich Wolle produzieren. Gut, damit sind wir mit den Regeln durch und ich begebe mich mal schnell wieder rein, weil ich... Oder lassen wir die da spawnen? Ich bin gerade so leicht unschlüssig. Wollen wir die da spawnen lassen? Dann müsste ich mir Waffen holen und die dann tothauen. Jo, ich gehe einfach mal hier hinten hin. Hol mir noch so ein bisschen was hier. Und derweil müssten auf der Plattform eigentlich die ersten Monster bereits spawnen. Ja, da haben wir doch schon gleich mal zwei Creeper. Zwei Skelettis, eine Spinne. Was mich ja sehr geschockt hat, ist ja, dass die Spinnen echt die Schneegolems tot machen. Hallo? Das finde ich sehr verstörend. Weil ich dachte, die machen die Spinnen auch tot, aber die sterben ja wie die Fliegen, die Schneegolems. Ja. Und ich habe noch ein anderes Problem. Ich habe nämlich ganz zugegebenermaßen vergessen zu zählen. Die Schneegolems, wie viele ich schon hatte. Einer oben oder was? Das hört sich ja gruselig an. Na, kommt her.
Scheiße! Oh nein, nicht im Lager! Ach so, liebe Kinder, jetzt hat man gesehen, wie man es nicht macht. Nicht die Großtaste vor der Lauftaste loslassen. Scheiße! Ah! Da werde ich mir nachher im Screenshot nochmal irgendwie angucken müssen, was genau ich jetzt verloren habe, weil das konnte ich so schnell leider nicht erkennen. Aber es waren auf jeden Fall ordentlich Kürbisse dabei, es waren ordentlich Melonen dabei. Aber ich glaube, ich hoffe, es war nichts Wichtiges dabei. Also, Escape und Respawn. Ach. Fail Nummer 2 in diesem Spiel, oder? War ich überhaupt schon einmal gestorben? Bin gar nicht mehr ganz sicher. Ob ich überhaupt schon gestorben war. Weil ich habe auf jeden Fall zum Testen, habe ich mich mehrfach sterben lassen. Einfach um zu sehen, ob ich an der richtigen Stelle wieder spawne. Ja, gut. Oh Mann. Das kann doch gerade nicht wahr sein. Also einmal hatte ich das zumindest schon mal nicht in der Hand. Das ist ganz... Wieso sind denn die weg? Wieso sind denn die weg? Aber da liegt noch ein Item rum. Das muss ich mir noch holen. Da ist die Werkbank. Gut. Gut, dann haben wir jetzt erstmal hier Werkzeug in der Hand und... Ach, Leute! Das kann doch nicht wahr sein. Nun ja. Ach Leute, das war so dumm von mir. Hier haben wir noch die beleuchteten Kürbislaternen, also wie viel Viecher soll ich nochmal machen? Mal kurz. Wie viel Schneegolems, wo waren die denn? 10 Stück soll ich machen. Also sagen wir mal, 4 habe ich ja mindestens schon gemacht, weil ich habe einmal 3 gespawnt und davor hatte ich schon mindestens einen. Ich glaube sogar 2. Also sagen wir mal, 4 hatte ich schon. Das heißt, ich brauche noch 6. Jo, da habe ich noch ordentlich Schnee. Da noch mehr Schnee. Alles Schnee von gestern. Ja. Ich wollte gerade was, richtig, ich wollte eine Schaufel suchen. Aber ich glaube, ich besitze keine Schaufel. Das ist das Dumme. Da muss ich jetzt eine neue machen. Aber eigentlich bin ich ein bisschen doof. Als erstes sollten ja immer die Bäume dran sein. Damit die nämlich schön wieder respawnen können. Neue Bäumchen. Respawn, nennt man das denn überhaupt so bei dem Baum? Keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Ja. In diesem Spiel merkt man es ja leider, glaube ich, nicht so wirklich. Na meine Güte, was ist das hier? Das ist ja nicht sonderlich aufwendig. Hier fährt man nicht weit über Wasser. Hier
wenn ich mich schnell bewege, passiert das, was vorhin passiert ist. Und, ja. Nein. Nicht unbedingt. Ja, also Performance frisst diese Variante des Spiels, hier das Skyblock, ja nun wirklich nicht. Aber ich habe meinen Computer ein bisschen aufrüsten können. Das habe ich auch schon im, ja, im anderen Let's Play gesagt, dass ich ihn ein bisschen aufrüsten konnte. Und das ist sehr schön. Und das freut mich sehr. Zumal ich nun bessere Qualität habe. Das ist wirklich zu merken. In der richtigen großen Minecraft-Welt ist das direkt zu merken. So, wollen wir nochmal diesen. Ja. So richtig zu merken, dass ich jetzt ein bisschen mehr RAM-Speicher habe. Und zwar ein Viertel mehr. Ich habe aus 4 GB habe ich 5 GB RAM gemacht und war überrascht. Das ist tatsächlich zu merken. Ja, immerhin ist halt ein Gigabyte. Das ist nicht ohne. Das ist lange her. Da hat man sich über eine 1 Megabyte Festplatte gefreut. Das ist wenige Jahrzehnte her. Da waren das die Klopper. Kein Schwein leisten konnte, dem man hinterher gejammert hat, dass man oder Geld sparen musste oder was auch immer. Jetzt sind sie 1 TB Festplatten. Und beim RAM, ja, da habe ich die Verwicklung, die Entwicklung nicht so wirklich im Kopf. Habe ich mich in meinem Leben bisher noch nicht so doll für interessiert, für RAM-Speicher, aber ist halt auch wichtig. Ja, nee. Nicht runterfallen. Ah, ich dem lag, ich könnte mir in den Arsch beißen. Dass ich so doof war und da hier. Meine Güte, ich habe ganz viele kleine flache Steinchen, die flachen Dinger, damit quasi in Sand gesetzt und ich habe auch. Ja, fast 2 Stapel große Steine. Weggeschmissen quasi. Ah, muss man doch höher. Ja. Oh, oh, ist der hoch. Das ist ja schlimm, ist das. Das ist ja doll. Ein Äpfelchen, oh wie schön. Gut, ich glaube, jetzt habe ich alle Äste freigelegt, die hier abbaubar. Na, da hinten ist noch einer. Hat sich versteckt. Und da ist ja noch einer, meine Güte, was ist das für ein irrer Baum? Was ist das für ein irrer Baum? Ja, komm ran. Sehr cool. Gerade so noch geklappt. Yeah. Sehr cool. Ganz viele kleine Setzlinge auch erhalten. Na, den wollte ich weghauen. Ja. Wunderbar. Wunderbar. So, mal gucken. Sind hier noch irgendwie Äpfelchen? Nein, leider nicht. Aber hier haben wir noch ein Melönchen. Dann haben wir hier noch ein Setzlingchen. Dann kommen da lauter kleine Monsterchen. Und die werde ich dann hauen mit meinem Schwertchen. Ja, das werde ich tun.
So, da tue ich aber die wichtigen Sachen weg erstmal. Weil um Schneegolem zu bauen, ist es mir jetzt zu spät. Um da noch hinzugehen und einen zu bauen. Da trau ich mir nicht. Kuckuck. So, und dann lege ich mal hier auch noch das Werkzeug weg, weil ich nicht brauche. Nicht, dass ich hier noch mehr Kram alles verliere. Das wäre richtig Mist. Oh, da war noch was mitzunehmen. Noch Viecher. Oh nein, der Creeper ist von der Insel runter. Jetzt habe ich Mist gebaut. Echt Mist gebaut. Nee, der ist noch drauf. Oder? Ich glaube, das war niemals ein Creeper. Das heißt, ich muss jetzt lediglich hier raufkommen, ohne groß bemerkt zu werden. Kann ich schnell schlafen gehen? Quecksilber ist aus der Welt gefallen. Ah, ja, toll. War das gerade ein Enderman? Hatte ich da gerade einen Enderman auf meiner Insel? Ein Enderman, wie cool. Mist! Habe ich irgendwas dabei, um das Loch zu stopfen hier? Enderman greift mich ja nicht an, solange ich ihn nicht angucke, nicht wahr? Solange ich ihn nicht intensiv angucke, sollte der mir ja nichts tun, ne? Ey, geh weg. Du machst mir Angst mit deinen Geräuschen. Dummes Vieh, du. Der mag ja. Ah, der mag ja Licht nicht, ne? Licht und Wasser mag der ja nicht. Soll ich die mal an? Soll ich die mal hauen? Ist mir jetzt egal. Ich hau den jetzt. Nü. Was ist denn das? Also irgendwie finde ich die Animation wieder verschwindet cooler als in den neueren Versionen. Lass du den Block da liegen!
Jetzt nimmt der einen Erdblock mit, der Blödmann! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Der kann alles mitnehmen, hat doch keinen Erdblock. Oh Mann. Doofer Heini, du. Leg den hin. Mann, jetzt leg den hin. Du Mistvieh, du Dämliches, wo bist du? Und den Erdblock verloren. Ich dachte, den lässt er dann liegen, wenn der stirbt. Schöne Scheiße. Okay, jetzt gehen wir erstmal die Spinnen hauen. So. Ach nee, Leute. Das war ja so nicht geplant. Und ich bin auch noch doof und mach das Ding weg, bevor ich den Schnee geholt habe. Ja, okay. Dann mache ich jetzt noch einen Schneegolem und dann würde ich sagen, mache ich erstmal Schluss für heute mit diesem. Was ist das für ein Baum? Mit diesem Let's Play Video Teil Dingsbums Abschnitt. Moment. Die Spinne weben noch. Wo ist der Spaten? Wo ich den Spaten hingetan? Hä? Ah, Schlaumeier. Kann ich hier wieder normal laufen, bloß hier am Rand. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Weg damit.
So, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Nur direkt 6 Schneegolems. Nämlich, damit ich dann direkt schon mal diese Aufgabe erfüllt habe. So, 4, 5, 6. Yeah. Oh! Die waren ja doof. Das habe ich ja gar nicht mehr in dem Gedächtnis. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Geht die Sonne bald unter? Hoffentlich geht die unter, bevor die alle sind. Also auf jeden Fall habe ich jetzt hier 10 Schneegolems gemacht und damit eine weitere Aufgabe auf der Liste erledigt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie das eigentlich mit der Erde aussieht, mit der Bilanz. Ich habe echt nur noch 2 Erdblöcke übrig. Das kann doch gerade nicht wahr sein. Ach, da ist ja so viel drauf gegangen. Naja, okay, die Fläche ist auch noch. Oh, wow, 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 wow. Dieser blöde Enderman. Ey, der soll sich von meiner Erde weghalten. Noch einen Block, da muss ich jetzt... Da stehen mir offenbar umfangreiche Umbauarbeiten demnächst ins Haus hier auf der Insel. Da werde ich wohl nicht drum rumkommen, hier umzubauen und dann soll da... Na, ich mache noch einen kleiner Park entstehen im Bereich. Für Bäumchen. 5 sind noch da. Und hoffentlich bleiben die auch da. Gut. Dann holen wir uns mal Hackebeilchen. Und richtig. Mein Vater hatte mir als Kind mal irgendwie sich so eine... Also er hatte sich dann so eine Geschichte ausgedacht. Die mir erzählt von einem kleinen Hackebeilchen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die ging. Ja. Jo, gehen wir doch mal einen Baum fällen, ne? Gehen wir doch mal ein bisschen Baum fällen. Gucken wir mal kurz, was da passiert. Noch passiert da gar nichts. Dann muss ich wohl weiter weggehen. Hallo, Mond. Ach, die werfen ihn mit Schneebällen. Das hat ich ja noch nie so gesehen. Nein, 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 doch nicht runterschubsen. Ich dachte, jetzt schubsen die sich gegenseitig runter. Zwei Golems übrig. Aber die machen schön viel Schnee. Da kann ich dann neue draus machen. Aus wie viel brauche ich? Ich glaube, ich brauche 4 Felder, um einen Golem zu machen. 4 Schneefelder. Nee, stimmt nicht. 8 Schneefelder. Weil 4 Schnee, ein Schneefeld gibt ja einen Ball, ne? Ach, und den Heini greifen sie nicht an. Ah, so war das. Jo. Aber warum spawnen da jetzt so wenig Monster? Da komme ich gerade nicht klar drauf, sonst konnte ich mich mal ja nicht retten. Vor Viehzeugers. Und dieser spawnen da so weniger. Ich
Ja, nee, dann gehe ich doch mal schlafen und sage gleichzeitig euch, meine lieben Zuschauern, gute Nacht beziehungsweise bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen hoch da und schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Let's Play Skyblock mit Quecksilber. Bis dann, ciao.